Nö, eben. Aber du warst schon mal bei Thalia. Ja, sehr häufig. Gibt es zufällig irgendeinen Manga oder so, der Magica irgendwas heißt? Bestimmt. Sicherlich. Irgendwas mit Magica. Schön. Ja. Wer kümmert sich um die Blumen? Ehrlich gesagt weiß ich das gar nicht. Offenbar sind ein paar Studenten für die Gärten auf dem Campus zuständig. Meine Güte, das ist ja beeindruckend, dass ein paar Studenten damit betraut wurden. Solche Blumen brauchen jede Menge Pflege. Ja, ich sollte den Studenten wohl dankbar sein dafür. Wenn ich an einer Stelle nicht weiterkomme, muss ich mir nur die wunderschönen Rosen ansehen und schon wird meine Laune wieder besser. Also hilft Ihnen der Blick aus dem Fenster, wenn Sie Ihre Forschungsunterlagen verfassen? Der Blick aus dem Fenster. Ding, 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 ding. Ja. Immer noch einer. Oh, immer noch einer. Kling. Ah, Madoka Magica. Ja, das sagt mir was. Ja, das ist ein toller Anime. Aber gibt's den auch als Manga bestimmt? Ja. Ja, gut, dann gibt's in Thalia Magica. Ja. Der ist toll. Ich hab zwar nur den Anime gesehen, aber nicht den Manga. Mhm. Gesehen. Ja, ich habe auch gehört, der soll toll sein. Also mir wurde auch mal empfohlen von jemandem. Ja, der ist toll. Vom Fenster seines Labors aus hat Ohm einen erstklassigen Ausblick auf die Blumenbeete, um die sich die Studenten der Universität kümmern. Der Professor behauptet, dass ihm das beim Konzentrieren hilft. Ah. So, wir haben eine Sache, die wir noch... Ich denke mal, mit ihm reden, bestimmt. Ja, denke ich auch mal. Aber irgendwo muss doch noch was sein. Da nicht. Das ist bloß das Fenster wieder. Irgendwo... Wir haben da jetzt bloß zwei Sachen gehabt, oder? Hat eine Modemünze. Ja, eine Modemünze und eine Münze. Und eine... Warte, da war was. Da! Gefunden. Okay, dann mal auf zu ihm. Ja, Maho Shoujo Madoka Magica heißt das. Und das musste erstmal freigegeben werden, der Kommentar. Ja. Warum auch immer. Dr. Ohm, würde es Ihnen etwas ausmachen, uns ein, zwei Fragen zu beantworten? Wenn Sie darauf bestehen, aber ich bin ein vielbeschäftigter Mann, müssen Sie wissen. Ja, also... Warum haben Sie Ernest beschuldigt, Ihre Unterlagen gestohlen zu haben? Ist das Ihr Ernest? Der Typ da? Ist das Ihr Ernest? Nein. Hätten Sie ihn gern? Nein. Man hat ihn gesehen, wie er durch das Fenster geklettert ist. Man muss doch nicht Einstein sein, um sich darauf einen Reim zu machen. Übrigens, der ist zwei Räume weiter. Tut mir leid, Dr. Ohm, aber da täuschen Sie sich. Ganz recht, Miss. Zeig's ihm! Er soll mich schließlich nicht dafür entlarven, dass ich ihm seine Unterlagen geklaut habe. Ernest hat zugegeben, den Raum durch das Fenster betreten zu haben, aber er ist nicht reingeklettert, er ist hineingefallen, inklusive Fußbau. Ja, das ist ganz wichtig. Ich glaube, das ist hier gerade nicht wirklich relevant, Miss. Oh, wirklich? Warum hast du es dann immer wieder erwähnt? Schauen Sie, kurz bevor er durch das Fenster geschlichen, bevor er sich durchs Fenster geschlichen hat, war ich noch hier drin gewesen und da waren noch alle Unterlagen da. Ich hatte einen Termin, also verließ ich das Labor, aber beim Hinausgehen hatte ich natürlich die Tür abgesperrt. Direkt nach ihrem Einbruch kam dann einer meiner Studenten, der mit einem Ersatzschlüssel aufsperrte. Er hat sie doch sogar hier drin gesehen. Als ich wiederkam, waren meine Unterlagen auf meinem Schreibtisch verschwunden. Der andere war's. Die werden sich doch wohl nicht in Luft aufgelöst haben, oder? Wer außer Ihnen sollte denn dafür verantwortlich sein? Ich weiß es auch nicht, aber... Vielleicht die Katze. Warten Sie kurz, Dr. Ohm. Sie sagten, Sie hätten die Tür abgeschlossen, als Sie den Raum verließen, nicht wahr? Was war mit dem Fenster? Hatten Sie das nicht verriegelt? Ah, da fällt es mir wieder ein. Ich sah sogar, wie Dr. Ohm das Fenster öffnete, als ich draußen stand und die Rosen bewunderte. Ach, jetzt soll ich das noch gewesen sein! Also das Fenster, durch das die Katze gesprungen ist, meine ich.
Ich kann mich nicht erinnern. Ich wollte das Fenster eigentlich auch verriegeln, aber... Also eigentlich erwartet man ja nicht, dass sich Leute durchs Fenster schleichen. Allein das beweist doch schon, dass sie nichts Gutes im Schilde führten. Dr. Ohm, wenn Sie... Also, du kannst ihn gerne mal so nein. sprechen. Dr. Ohm, wenn Sie mir doch glauben könnten. Ich glaube nicht, dass du ihn derzeit von deiner Unschuld überzeugen kannst, Ernest. Wir müssen schlicht und ergreifend stichhaltige Beweise finden. Ja, so sehe ich das auch. Gut, nachdem ich mich jetzt selbst in der Ordnung gesehen habe. Hast du die Beweise schon gefunden, die wir brauchen, Miss? Muss ich doch sagen, dass mir dein Verhalten immer verdächtiger erscheint, Ernest. Oh nein! Nicht wirklich. Ich mach doch nur Spaß. Oh nein! Meine Güte, ich wäre fast ohnmächtig geworden, Lusche. Trotzdem finde ich nichts, was deine Unschuld beweist. Fürs Erste wirst du weiterhin ein Verdächtiger bleiben. Wir müssen etwas finden, was uns auf die Spur des wahren Täters bringt. Warte, ich muss mal gerade was gucken. Wie macht man das nochmal? Ah, Leute einladen. So. So. Okay. Fertig. Jemand hat nach einem Discord-Server gefragt und ja, es gibt da einen. Okay. Aber da ist nicht viel los. Ja. Außer wenn ich mal was ankündige, dass ich tatsächlich mal vorher sage, dass ich streame. Ja. So. Also etwas, das hat es... Etwas. Also das ist jetzt ein echtes Problem. Dr. Ohm, was stimmt denn nicht? Ich habe Kopfschmerzen. Ich wollte mit diesem Aufsatz weitermachen, obwohl mir meine wichtigen Dokumente gestohlen wurden. Aber ohne sie bin ich komplett verloren. Ich kann mit dem, was ich hier aufgeschrieben habe, einfach nichts anfangen. Oh weh, dürfte ich wohl mal sehen, Professor? Sie? Aber Sie sind doch der Dieb! Ach, was soll's. Schlimmer als es schon ist, kann es auch nicht mehr werden. Danke sehr. Das hier bereitet mir Probleme, verstehen Sie das? Boah. Ein Rätsel. Naja, Rätselschmätzel. Sag ich immer. Ja, sag ich immer. Buchstaben genau. Oh, nee. Die Buchstaben links wurden in die Symbole rechts verwandelt. Sieht ziemlich easy aus. Setze die Reihe fort. In welches Symbol würde der unterste Buchstabe verwandelt werden? Es gibt 4 Möglichkeiten. Hä? Achso, das da. Okay, warte mal. Ich weiß es. Ich guck auch gerade mal. Moment. Ja, dann, wenn du es weißt, dann hau rein. Hätte sein können, dass du es auch schnell weißt. Ja. Na, das Ding ist irgendwie, das M, das macht mir gerade ein bisschen zu schaffen. Ich meine, nach welchem Schema? Also, dass der Mittelteil wird gespiegelt. Ne? Beziehungsweise umgedreht. Ich kann ja gerne mal eine Notiz machen. So. Das sieht ja eher so, also das erste sieht aus, als würde man einfach bloß, das, was unten ist, kommt oben hin und das, was oben ist, kommt unten hin, so. Das gleiche passiert auch beim M, aber auf einmal sind die Sachen, die hier sind, hier in der Mitte. So, ich finde, ab jetzt sollte ich einen Punkt kriegen. Ja, auf jeden Fall, sowieso, klar. Aber
Ah, nee. Falsch. Ich versteh's. Ja, das ist ganz anders. Das ist das Ding. Das hätte ich mir auch so gedacht, aber ich wollte es halt erklärt haben, warum. Ja, es war halt auch einfach erklärt. Ja, weil man nimmt im Grunde so das Rechte und packt das... daran. Ja, man... Also im Grunde macht man das Gleiche nochmal weiter. Man klappt halt eigentlich einfach nur die Mitte um. Und dann aber in die andere Richtung wieder aus. Wenn man es so aufklappt, so... Und hier auch so... Nee, aber da musst du es ja wieder weiter aufklappen. Ja, indem du es halt aufklappst, meine ich ja, wenn du es so aufklappst. Ja, also nochmal Notizfunktion. Man macht sozusagen einmal so. Ja. Klappt das hier rüber. Und klappt dann aber wieder so noch weiter auf. Das ist ja viel zu kompliziert. Du kannst ja einfach allgemein das so machen, aber das ist deins. Na, wenn du es zusammenklappst, hast du einfach nur zwei Seiten. Auf einer Seite sieht beides so halb aus. Du kannst einfach nur das hier... daran packen. Ja, eben. Bob. Ja, deswegen, mit Klappen ist das sowieso merkwürdig. Aber ja, das klappt halt. Ja. Ja. Wir können also sehr, sehr simpel. Ja. Eine echte Erleichterung. Ganz sicher war ich mir nicht. So, Gleichstand? Ja, Gleichstand. Bin ja nicht so. Symbolträchtig. Die Symbole rechts entstehen, indem du die Buchstaben links vertikal halbierst und dann ihre linke und rechte Seite vertauschst. Ja. So, zum Rätselindex hinzugefügt. Okay. 140 Rätsel. Aha, ja, ja, jetzt ergibt es einen Sinn. Jetzt macht das Sinn. Wie war Ihr Name gleich nochmal? Ernest Rowrich, nicht wahr? Sehr beeindruckend. Wenn Sie kein Dieb wären, hätten Sie eine grandiose Zukunft vor sich. Wenn Sie mir doch nur glauben könnten, Professor, ich habe wirklich nichts gestohlen. Aber sie hat etwas gestohlen. Mein Herz. Und du musst das Ding umstellen. Ja, ich muss das Ding umstellen. Der Link funktioniert nicht? Ja, dann ist schlecht. Vielleicht hat den schon jemand benutzt oder weiß ich nicht, wie das da funktioniert. Später können wir das auch noch klären. Okay. Außerdem, es gibt ein paar Leute, die sind da schon drin. Also wenn jemand weiterleiten will, dann die Leute, die schon auf dem Server drauf sind, können sich ja mal kümmern. Was denn? Spielt keine Rolle mehr. Mhm. Es spielt jetzt keine Rolle mehr, wer es war. Morgen ist ohnehin der Abgabeschluss für den Aufsatz. Morgen? Das bist du. Sorry. Morgen? Nein, morgen? Ach herrje, das ist natürlich schlecht. Tja, Pech gehabt. Wem sagen Sie das? Ich wollte ihn heute abschließen, aber ja, vielleicht hätte er das auch mal in den... Er hatte bestimmt so wochenlang da Zeit dafür. Und hat sich gedacht, oh, am letzten Tag vorher, da mache ich das. Du meinst so wie ich immer. Oder so wie ich. Also ganz ehrlich, das ist typisch für Schule und sowas. Besonders man kriegt halt toll, wenn man ein Porträt malen muss. Nee, aber wenn man so eine Sache aufkriegt, die man eigentlich über Wochen machen kann und das sich. Oder ein Aufsatz über 10 Seiten. Mhm. So, Oder ein Modellhaus. Aber dann wurden ihm jedenfalls die Dokumente, das Modellhaus, ja. Ich hoffe, du hast da noch genug Material, Dokumentation davon. Ja. Gut, weil irgendwann steht dieses Haus. Dieses Haus ist immer noch, weil in der Schule steht es. Nein, ich meine, irgendwann steht es in echt. Ich habe ja eine Architektin bei mir hier. Ja. Die hat schon angeboten, die baut das. Okay. Das ist hoffnungslos. Ohne diese Daten kann ich nicht weiterschreiben. Die ganze Welt sieht zu und wartet darauf, was ich als nächstes veröffentliche. Nee, nicht die ganze Welt. Das ist immer so übertrieben. Aber dieses Mal werde ich ihren Wissensdurst nicht stillen können. Ja, oder ein 300-seitiges Buch lesen. Ist auch so. Ja. Und am Ende Wikipedia. Oder den Film. Oder den Film. Und dann in Wikipedia lesen, was ist anders? Im Buch, ja. Ja. Oh weh. Was ich auch empfehle, für welche, die Deutschkurs haben und solche langweiligen Dramen lesen müssen, lest euch einfach die erste Seite von jedem Akt durch. Nur die erste Seite, das sagt schon alles. Und den Schluss halt. Okay.
Damit ist, dann habt ihr wenigstens noch ein paar Sachen, die ihr als Beispielsätze machen könnt und dann wisst ihr Bescheid. Okay. Oh weh, was für eine Misere. Ich kann nichts dafür, schließlich wurden mir ja meine Dokumente gestohlen. Schuld ist der Schuft, der sie gemobst hat. Ja, sie waren dazu, weil sie den Druck hatten. Sie könnten den Abgabetermin nicht einhalten. Ja, dafür können sie nichts. Du bist schön, aber dafür kannst du nichts.